Hallo, heute erzähle ich euch eine Geschichte. Sie heißt Der Löwe und der Hase. Es war einmal ein Löwe, der war der König des Waldes. Und er jagte sehr viele Tiere. Bald waren gar keine Tiere mehr übrig. Doch als er älter wurde, war er müde vom Jagen. Deshalb wollte er nicht mehr jagen. Doch wie sollte er denn, was sollte er denn essen? Da hatte er eine Idee und rief eine Tierversammlung ein. Alle Tiere kamen, doch es waren sehr wenige Tiere, wie ihr sehen könnt. Denn er hatte ja sehr viele aufgefressen und die Tiere hatten ihre Kinder zu Hause gelassen. Der Löwe sagte an, ab morgen werde ich euch nicht mehr jagen. Aber ihr müsst jeden Tag ein Tier zu mir schicken und ich werde es auffressen. Die ängstlichen Tiere nickten, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Aber der Löwe war zufrieden, weil er sich nicht mal die Mühe machen musste, sein eigenes Essen zu fangen. So ging jeden Tag ein Tier zu dem Löwen. Einmal ging das Schaf, einmal ging der Affe und der Löwe, der war satt und musste nicht mal jagen. Eines Tages, da war der Hase dran. Er hoppelte traurig in die Richtung der Höhle des Löwens. Natürlich war er traurig, weil er wusste, dass er bald sterben würde. Aber auf seinem Weg, da sah er einen Brunnen. Er hatte eine Idee und blieb eine Weile dort. Dann ging er zu der Höhle des Löwens. Der Löwe war sehr wütend, dass kein Tier zu ihm gekommen war. Als der Hase endlich ankam, brüllte er ihn an: Warum bist du so spät? Der Hase zitterte und stotterte: Ich habe einen anderen Löwen getroffen. Er hielt sich für den König des Waldes. Ein anderer Löwe? Erzähl mir von ihm. Und der Hase erzählte, er wollte mich auffressen. Und ich bin mit einiger Mühe entkommen, weil ich mich von ihnen auffressen lassen wollte. Der Löwe war wütend, dass ein anderer Löwe in diesem Wald lebte und sich für den König hielt. Er befahl dem Hasen, führ mich zu den Löwen. Der Hase führte ihn zu dem Brunnen und sagte, hier lebt dieser Löwe, Eure Majestät, gung sie in den Brunnen. Als der Löwe sich beugte und in den Brunnen schaute, sah er sein eigenes Spiegelbild. Doch er dachte, das wäre ein anderer Löwe und brüllte, wer bist du? Da kam ein Echo aus dem Brunnen, wer bist du? Da brüllte der Löwe, ich bin der König des Waldes. Da kam der Echo, ich bin der König des Waldes. Der Löwe, der sprang in den Brunnen, aber da war kein anderer Löwe, sondern nur sein eigenes Spiegelbild. Also, Ende der Geschichte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.